Dies ist eine kurze Buchrezension von dem Buch Der Kakophant von Klaus Cäsar Zerra. Der Kakophant, das ist ein Kinderbuch, was, ich denke ich, mit über den Hype in den Medien und auch vor allem im Internet auf YouTube bekannt geworden ist. Der Titel klingt echt lustig und man könnte sofort denken, ja, es geht um den kackenden Elefant und pädagogisch wird das Kinderbuch auch was zu bieten haben, nämlich irgendwie, dass das Kind auf den Topf geht und sich nicht jetzt davon strebt oder sträubt, so nenne ich es mal, ja, auf den Topf zu gehen oder auf das Klo zu gehen, anstatt eben in die Windel zu machen. Das ist ja für manche Kinder so ein Problem. Ich selber kenne mich da noch nicht so aus, weil ich keine Kinder habe, nur mehrfacher Onkel bin. Aber ich konnte mir irgendwie vorstellen, dass das ein Problem ist. Also habe ich mir gedacht, hey, nicht schlecht, eine Kinderkiste ist bei uns in der Wohnung vorhanden. Da gehört auch so ein lustiges Buch rein. Und ja, auf YouTube habe ich einige lustige Videos drüber gehört. Deswegen habe ich gedacht, kaufe ich das doch mal. Das ist vom Klett Verlag oder Klett Kinderbuch Verlag. Es kommt mit so einem Klo, ja, Emblem. Und im Buch selber findet man die Geschichte vom Kakophant. Es ist alles in Reimform geschrieben. Wenig Text auf jeder Seite. Die Bücher oder die Bilder sind so, dass sie relativ schön illustriert sind. Ich hätte es mir irgendwie schöner vorgestellt. Der ganze Druck ist so, das sieht man hier, dass es auf, ich nenne es mal, Retro gedruckt ist. Also es ist so wie, als wenn man ein oft benutztes Kinderbuch vor sich hat, wo langsam schon die Seiten die Farbe abgescheuert hat. Und das finde ich durchaus interessant. Daran kann man sich gewöhnen. Fand ich lustig. Insgesamt geht es hier um den Kakophanten. Ich blätter das einfach mal schnell durch. Der dann den Bauern hilft, dass er düngt, der Fliege Neues zu essen gibt. Ja, die Waldtiere benutzt oder ein Tor scheißt. Also es ist eine richtige Scheißgeschichte, kann man sagen, mit fetten Haufen. Und die Moral von der Geschichte ist im Prinzip, Kinder, wozu habt ihr euren Hintern? Spielt doch selber mal Kakophant. Und das ist wirklich sehr abrupt zu Ende. In der Pointe wird das ganze Buch lang aufgebaut und damit war es das eigentlich. Und man merkt schnell, dass dieses Buch einfach nur viel PR bekommen hat und für Erwachsene sehr lustig ist, für Kinder sicherlich auch lustig, weil Kakophant, das ist einfach was Cooles, für Kinder ist ja das Thema einfach spaßig und lustig, irgendwie zum Schämen, aber auch gleichzeitig interessant, wenn dann plötzlich ein Erwachsener mit einem drüber spricht, auf lustige Art und Weise, finde ich das durchaus interessant als Onkel, aber didaktisch muss ich sagen, oder pädagogisch besser gesagt, wir sind ja nicht in der Schule, kann man echt sagen, dass das Buch wirklich mehr ein Spaß ist. Ein Spaß, der um die 12, 13 Euro kostet und weniger tief ist. Es gibt eine kurze Lesefreude, aber im Prinzip würde ich sagen, mit jedem anderen klassischen Kinderbuch hat man hier mehr Spaß. Es gibt auch andere Bücher zu diesem Thema, Toilettenbesuch und so weiter und so fort. Da muss man sagen, da gibt es garantiert bessere Bücher als der Kakophant. Trotzdem fand ich es einen guten Versuch vom Autor, das Thema ranzubringen. Mit der Figur Kakophant ist es auch ganz gut gelungen. Also die Figur an und sich, an und für sich, ist einfach super und sehr ausbaufähig. Der Elefant mit der Klorolle am Rüssel. Aber was in dem Buch selber geschieht, die kleinen Anekdoten und am Ende die Pointe, da muss ich sagen, das ist mittelmäßig bis ausreichend gerade mal. Also das war's. Also sehr gut hat das Buch nicht verdient, vom pädagogischen her. Spaßmäßig, ja, mindert das, finde ich, irgendwie mein Ergebnis. Da würde ich auch nur eine 3 geben, weil es ist zwar ein bisschen lustig, aber es hätte wesentlich mehr passieren können. Ich finde, man hätte wesentlich schönere Bilder machen können. Das, ja, das ist irgendwie, sieht zwar bunt aus, aber man hätte ein bisschen mehr Details reinstecken können oder so. Und das würde ich zu diesem Buch sagen. Wenn ihr das kaufen wollt, trotz diesem Urteil, dann schaut doch mal einfach unten drunter unter dem Video, dort ist ein Link zu Amazon.